Kinder zum Töten gezwungen, ein grausames Schicksal, von dem laut Vereinten Nationen rund 250.000 Kinder in 20 Ländern betroffen sind. Auch im Kongo, wo der Musiker Falco vor knapp 20 Jahren gearbeitet hat. Der Song Silent Cry habe ich vor ungefähr 16 Jahren geschrieben. Angefangen hat das Ganze auf einer Baustelle im Kongo, wo ich noch tätig war als Schlosser und Schweißer. Und da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben konfrontiert worden mit den Themen Ressourcenkrieg und Kindersoldaten. Und das hat mich so unglaublich gefesselt. Und doch dauerte es 16 Jahre, bis er gemeinsam mit seinem Produzenten seinen damals komponierten Titel umgesetzt hat. Was für die Kinder ganz heftig war, wo wir in den 2 bis 3 Monaten, wo ich sie begleitet haben, um überhaupt einmal in das Thema reinzukommen, war, wo wir das erste Mal miteinander marschieren geübt haben, in der Klasse. Im Dornbirner Tonstudio Tonzoo wird bis zuletzt an den letzten Feinheiten gefeilt. Und der Produzent, einst Bandkollege, weiß um das soziale Engagement des Musikers. Der Falco ist natürlich schon ein Ausnahmekünstler im Sinne dessen, dass er immer wirklich ja, die großen weltbewegenden Themen aufgreift. Natürlich viele soziale Brennpunkte, natürlich auch persönliche Geschichten, aber eigentlich schon sehr sozialkritisch. Allein der Videodreh mit Kindern der Musikmittelschule Thüringen beeindruckt den Musiker auch heute noch nachhaltig. Besonders als die Eltern ihre Kinder zum ersten Mal in dieser Rolle sahen. Weil sie im Armeeverband rauslaufen auf den Schulplatz und mit der Waffe. Und dann ist richtig sehr. Ein paar haben das Handy gehabt und dann ist das Handy so langsam an. Und da hast du gemerkt, das ist schon ein gewisser Schock. Und das war auch extra, das wollte man provozieren. Aufgrund von Corona kann das Projekt nicht entsprechend promotet werden. Darum ist das Video und das Making-of jetzt auf YouTube zu sehen. Today.